Ich möchte heute mit euch ganz kurz über ein Buch plaudern, was ich gerade vor ein paar Tagen fertig gelesen habe und was ich auch innerhalb von 2 Tagen oder 2 Abenden verschlungen habe, weil es mich absolut in seinen Bann gezogen hat. Und zwar dieses jenes welches. Genau, von Fitzek und Zuckers abgeschnitten. Ja, was soll ich zu diesem Buch sagen? Es ist, wie eigentlich alle Bücher von Sebastian Fitzek, sehr, 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 sehr spannend. Und man kann es echt nicht mehr weglegen, wenn man einmal damit angefangen hat. Es geht um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld, der im Kopf einer Leiche, die auf seinem Tisch liegt, etwas versteckt findet. Und dort ist ein kleiner Zettel versteckt, auf dem befindet sich eine Telefonnummer. Und als er diese Telefonnummer anruft, hört er seine Tochter auf einer Mailbox. Die hat diese Mailbox besprochen und es ist quasi ein Hilferuf der Tochter. Die wurde entführt und ja, demzufolge muss jetzt der nette Herr Herzfeld seine Tochter finden. Und begibt sich da auf eine Schnitzeljagd. ihm wird quasi nahegelegt, der nächste Hinweis kommt von einem Erik. Besagter Erik wird dann zur gleichen Zeit an einem anderen Ort von einer Linda, die auf Helgoland lebt, tot am Strand gefunden. Diese Linda, muss man ganz kurz nur zur Einleitung sagen, die hat sich nach Helgoland verzogen, weil sie von ihrem Ex-Freund, der hat sie obsessiv gestalkt. Und demzufolge hat sie sich nach Helgoland zurückgezogen. Ja, auf der Flucht oder versteckt sich dort vor diesem besagten Ex-Freund. Man bekommt am Anfang auch noch die Info, dass sie sich eigentlich keine Sorgen mehr machen braucht. Sie telefoniert mit ihrem Bruder und berichtet dem, dass sie halt sich immer noch beobachtet und verfolgt fühlt und denkt, dass ihr Ex-Freund dort ist auf der Insel. Ihr Bruder sagt ihr aber, sie braucht sich keine Sorgen machen, er hat sich quasi darum gekümmert, dass der ihr ja, nicht mehr zu nahe kommt. So viel erstmal vorweg, ganz kurz. Wie gesagt, aber diese Linda auf Helgoland hat halt immer noch das Gefühl, sie wird verfolgt, da ist jemand um sie rum. Sie fühlt sich in ihrem Haus nicht sicher, sie fühlt sich auf der Insel nicht sicher. Und das größte Problem ist noch, dass diese Insel Helgoland zu der Zeit quasi von der Außenwelt abgeschnitten ist, aufgrund eines großen Sturms. Und es kommt niemand auf die Insel, es kommt niemand von der Insel weg. Die Insel ist generell wie leergefegt. Dort befinden sich keine Ärzte mehr, kein Fachpersonal in Sachen Obduktion. Und genau, also diese Verbindung wird dann quasi geschaffen. Der Herr Herzfeld in Berlin soll ja auf einen weiteren Hinweis warten, um seine Tochter dann zu finden, der von einem Erik kommen soll. Und zeitgleich wird dann quasi von der Linda auf Helgoland diese Leiche gefunden. Diese Leiche hat ein Handy bei sich und dadurch wird dann eine telefonische Verbindung zwischen dem Herzfeld und zwischen der Linda kommt dann zustande. Und es stellt sich dann raus, dass diese Leiche, die dort gefunden wurde, am Strand auf Helgoland, besagter Erik ist. So, und dieser Erik hat dann quasi den nächsten Hinweis für Herzfeld, wie er seine Tochter wiederfinden soll oder kann oder retten kann. Problem ist, wie gesagt, auf der Insel Helgoland kein Fachpersonal mehr da, keine Ärzte, keine Rechtsmediziner. Soll heißen, dieser Herzfeld muss jetzt aber ja, an diesen Hinweis, an diesen nächsten Hinweis kommen. Und demzufolge beauftragt er oder muss dann diese Linda, die eigentlich Comiczeichnerin ist, also nichts wirklich mit dem Beruf des Rechtsmediziners zu tun hat, diese Obduktion für Herzfeld durchführen, damit er halt wirklich seine Tochter retten kann, weil die Zeit läuft und ja, er braucht einfach den nächsten Hinweis. Und ja, das ist eigentlich so die Einleitung. Jetzt habe ich, glaube ich, auch nicht zu viel erzählt, weil das ist eigentlich so die Zusammenfassung, die man auch überall erstmal bekommt. Und auf jeden Fall wird es weiterhin sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt noch einige sehr, sehr interessante Charaktere im Buch, die dazukommen, die dann zusammen mit dem Herzfeld, mit der Linda diese Schnitzeljagd bestreiten. Und ja, was ich auch immer ganz, ganz toll finde an den Büchern von Fitzek und auch an diesen wieder,
ist halt wirklich die Tatsache, dass es sehr unvorhersehbar ist, also dass man schon Vermutungen hat, aber dass es doch sehr, sehr viele Überraschungsmomente noch gibt, wo man dann wieder komplett umdenken muss. Und ich finde auch, man kann sich in diesem Buch wunderbar in diese Charaktere hineinversetzen. Es hat auch irgendwie einen tieferen Sinn, der dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht auf Teufel komm raus einfach nur ja, ein Thriller um des Mordes wegen. Ja, wie gesagt, also diese im weiteren Verlauf des Buches stellt sich dann auch heraus, wer die Tochter von dem von Herzfeld entführt hat und auch warum, also den Hintergrund, der wird da beleuchtet. Und ich finde wirklich diese Hintergrundsache sehr, sehr interessant, weil es ist halt nicht einfach nur böser, guter Mörder, Opfer, sondern es spiegelt auch so ein bisschen die Justiz wider und die Tatsache, dass irgendwie ein Täter in dem Fall auch ein Stück weit ein Opfer ist. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber ich finde einfach diese Tatsache sehr, sehr interessant und die macht das Buch wirklich spannend und lässt auch sehr, sehr tief in die Köpfe der einzelnen Charaktere hineinschauen. So, es ist nicht nur schwarz und weiß. Ne? In vielen Büchern oder in vielen Geschichten ist es einfach wirklich schwarz und weiß, gut und böse. Und hier kann man sich teilweise wirklich durch diese Hintergründe und durch diese Ungerechtigkeit im Justizsystem teilweise sogar in den Täter hineinversetzen, also der die Tochter entführt hat von dem Herzfeld, was jetzt nicht heißen soll, dass man es für gut heißen soll, was er getan hat oder tut, aber man kann sogar das ein Stück weit nachvollziehen und das finde ich halt wirklich eigentlich sehr, sehr interessant an diesem Buch, dass man wirklich diese einzelnen Charaktere, dass die sehr, sehr, sehr gut ausgearbeitet sind und ja, dass ein tieferer Sinn doch dahinter steckt, wie man auch wirklich. Es gibt vorne als Einleitung und hinten auf der letzten Seite so zwei Zeitungsartikel, die da abgedruckt sind. Vorne und hinten, ne? Und die spiegeln schon so ein bisschen diesen Rahmen wider. Also diese Ungerechtigkeit, dass, weiß ich nicht, dass irgendein Mörder oder ein Vergewaltiger, Kinderschänder wirklich irgendwie 2 Jahre auf Bewährung bekommt und irgendjemand, der Steuern hinterzogen hat oder ähnliches, 7 Jahre in den Bau wandert. Und wenn man dieses Buch liest und diese Story, dann machen auch diese Zeitungsberichte Sinn. Und es regt irgendwie an, darüber nachzudenken. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gut an dem Buch. Das ist echt, neben dieser spannenden Thriller-Geschichte, Story, auch irgendwie einen tieferen Sinn hat, der zum Nachdenken anregt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr gut. Yo, wie gesagt, lässt sich super gut lesen. Was ich auch immer ganz, ganz toll finde, eigentlich sind die relativ kurzen Kapitel. Das mag ich total irgendwie, weiß nicht, persönliche Präferenz. Und es hat sich echt schnell weglesen lassen. Wie gesagt, an 2 Abenden hatte ich es durch, weil ich es einfach gar nicht mehr beiseite legen konnte. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ein sehr, 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 sehr tolles Buch, kann ich euch nur ans Herz legen. Was ich auch ganz witzig finde, das hatte ich in dem anderen Video schon mal kurz gesagt, hier vorne ist auf dem Umschlag so eine Telefonnummer in so einer Geheimschrift. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall steht da, keiner kann uns trennen und eine Berliner Telefonnummer. Und die solltet ihr auf jeden Fall auch mal anrufen. Solltet euch einen Spaß machen. Finde ich ganz witzig. Da hört man dann so eine Mailbox von der Linda, von einer der Protagonistinnen in diesem Buch. Und hört dann so ein paar Anrufe, die da auf die Mailbox von ihr gesprochen haben. Finde ich irgendwie eine ganz witzige Zusatzsache zu diesem Buch. Also es holt irgendwie die Story aus dem Buch nochmal so ein bisschen in die Realität, dass man wirklich sich das Telefon schnappen kann und dort anrufen kann und dann das hören kann. Finde ich eine sehr, sehr tolle Idee. Also wer auch immer sich das hat einfallen lassen, finde ich sehr, sehr gut. Daumen hoch. Also insgesamt wirklich dieses Buch, volle Punktzahl von mir, weil ich finde es großartig geschrieben, super spannend, teilweise ganz schön heftig, wenn so beschrieben wird, diese Obduktion von der Leiche und was der einer der Täter mit den entführten Mädchen anstellt, ist es teilweise schon ganz schön heftig. Also da muss man denken, oh mein Gott. Aber auch nicht zu viel. Also es ist nicht einfach nur blutrünstig um des Blutes willen, sondern es hat Hand und Fuß irgendwie.
und trägt zur Story bei. Also es ist nicht einfach nur, wenn man jetzt irgendwas total Grausames schreiben möchte, sondern es macht Sinn in diesem Buch. Also von daher, ja, finde ich toll. So, ich glaube, ich habe es auch mehr als genug gesammelt. Kann euch dieses Buch echt empfehlen. Super, super spannend. Besorgt euch das. Finde ich ganz, ganz, ganz großes Kino. Was ich auch total genial finde, kurz am Rande, ist hinten diese Bedankung, ja, von den Autoren an alle mitwirkenden Beteiligten. Das ist wie so ein Institut für Rechtsmedizin, wie so ein Obduktionsbericht aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich nicht. Finde ich, ja, da hat sich irgendjemand Gedanken gemacht. Also von vorn bis hinten ist dieses Buch echt durchdacht und mit kleinen Gadgets gefüttert, die nochmal zusätzlich irgendwie toll sind. Wo man sagt, ja, ist cool, ist toll, super. Also finde ich genial. Jo, mich würde interessieren, habt ihr das Buch schon gelesen? Da würde mich natürlich echt interessieren, wie hat es euch gefallen? Ja, fandet ihr es so heftig? Oder fandet ihr es so spannend und so toll wie ich? Oder habt ihr es vorzulesen? Oder sagt ihr, nee, ist irgendwie so gar nicht meins? Würde mich auf jeden Fall mal super interessieren. Und ja, ansonsten, wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder noch unschlüssig seid, lest das. Ja. So, das war's gewesen sein. Und ja, bis die Tage. Ciao.